So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Goons an die vergessene Epoche. Ja, im letzten Part haben wir noch ein bisschen Spaß in Lemuria gehabt, haben noch ein bisschen die Stadt erkundet und in dem Part wollen wir uns endlich mal aufmachen in Richtung der östlichen See, nachdem wir endlich unsere unnötigen Sachen verkauft haben. Und ich warte mal, schau, wie viel Geld haben wir denn jetzt inzwischen? Wow, 105.000 Münzen, jawoll, das ist cool, Mann. Ja, und wenn wir dann die östliche See erreicht haben, zeige ich euch erstmal die neuen Aufheulungen und dann haben wir noch eine kleine Überraschung. Dazu, wie gesagt, alles erst später. Ich möchte mich aber jetzt erstmal aufmachen in die östliche See, meine Güte. Hat es lang genug gedauert. In die westliche, nicht die östliche. Ich sage immer östliche, ne? Warum? Ich weiß es nicht. Vermeidung lässt nach. Ja, komm. Setzen wir noch eine ein. Vermeidung! Komme ich da überhaupt durch? Ja, da komme ich durch. Schöne Sache. Tralalala. So, hier kommen wir nämlich gleich zu einem Gebiet, wo wir kennen oder wo wir schon mal drüber gelaufen sind, nämlich hier die Klippen von Gondor. Und da sind wir hier per Seiltänzer drüber gelaufen und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber hier war ein Felsbrocken, den wir jetzt zerstören können mit dem Mörser. Auf geht's! Da-da-da! Und damit haben wir einen Weg in die westliche See geschaffen. Und da können wir jetzt durchfahren. Yay, wir sind da, Freunde. Ist das nicht toll? Und damit steht uns jetzt eine Menge Gebiete wieder zur Verfügung. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon auf der Karte seht, aber hier sehe ich was. Und hier sehe ich was. Und hier sehe ich was. Und überall sehe ich leuchtende Punkte, die wir erstmal alle abfahren müssen. Ja, das wird super. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal zu dem da unten hin. Das war nämlich auch der Grund, warum ich nicht schmieden wollte. Und wahrscheinlich kommen da auch neue Gegner, die wir bekämpfen können. Dann zeige ich euch gleich die Aufheulung und die kleine Überraschung. Und da haben wir schon eine Hydra erscheint. Ich würde sagen, ich fange erstmal mit den Aufheulungen an. Sie wird es Wahnsinn, ja, das kennen wir schon. Jenna. Und die sind One-Hit. Okay, ich hab's verstanden. Jennas Aufheulung ist imbar, ich merk schon. Hallo, na? So, jetzt lasse ich aber Jenna dann abwehren, weil sie hat ja schon all das Zeug. Gastesverfall. Das kennen wir doch auch. Haben die keine neuen Waffen bekommen? Echt jetzt? Die Damen haben keine neuen Waffen bekommen? Na, natürlich. Nur die Herren. Okay. Wusste ich schon gar nicht mehr. So, jetzt sind wir gleich beim ersten Kegel und haben wir etwas? Ah, ein rostiges Schwert. Wunderbar. Das ist dann schon der dritte rostige Gegenstand, den wir haben. Ach du Heilige. Das kann ja heiler werden. Ah, ne, der zweite. Einen Sternstaub haben wir da noch. Okay. Alles klar. Dann auf zum nächsten Lichtkreis. Der ist hier. Und ich hoffe, unterwegs kommen noch ein paar Gegner, weil... Ne? Aufheulungen. Und so. Möchte ich nämlich auch mal sehen. Dip, dip, dili, dip, dip, dip. So, jetzt sind wir schon beim nächsten. Aber hier sieht's aus, als ob da nichts ist. Nö. Okay, dann auf zum nächsten. Hallo da. Was seid ihr denn? Pesthauch und Seegeflügel. So, ach nee. Verteidigen, verteidigen und angreifen. So. Flügelschlag, sind wir jetzt hier im Pokémon, oder was? Und ist so langsam. Hitzeschmetterer.
Ah, da sinkt die Verteidigung. Ah, ne, den Widerstand. Interessant. Gut, dann muss jetzt nur noch Felix seine Aufheulung anzeigen. Was er aber nicht tut, weil er doof ist. Wupp, wupp, wupp. Hallo Felix, möchtest du aufheulen? Nee, ist Quatsch, ne? Merk schon. Da, 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 da. So. Es kommen echt erstaunlich wenig Monster. Das ist ja... Ja, kaum sage ich so... Oh, hallo, na? Was seid ihr denn? Schilddrachen. Wasseratem. Lass das bitte. Au, 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 au. Es tut weh. So, Felix, ich möchte jetzt bitte, dass du mal aufheulst. Ne? Das wäre toll von dir. Mann! Und der Wasseratem tut weh. Eieieiei. Und gleich noch ein zweiter hinterher, genau. Alter. So, jetzt muss ich leider mal heilen. Sonst wird das hier interessant. Hi, Laura. Flup, 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 flup. Sag mal, Felix, möchtest du aufheulen? Nee, ne? Ist nicht so deins. Also, Felix, langsam wirst du frech hier. Schwupp, 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 schwupp. Der will nicht. Der will nicht, Leute. Der hat keinen Bock. Wupp, wupp, wupp. Felix, willst du mich einfach ohne piepeln? Di-di-di-di, Level up. Wunderschön. Ja, ihr seht schon, ne? Die Gegner hier sind etwas gefährlicher als die in der westlichen Region. Nö, hier gibt's auch nichts. Das ist ja wundertastisch. Gehe ich erst dahin und dann dahin? Oder wie mache ich's? Oder gehe ich erst dahin und dann dahin? Ich glaube, ich gehe erst nach oben. Dü, 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 dü. Ja, ich glaube, das könnte den ganzen Part dauern, die ganzen Punkte hier abzufahren. So, Felix, möchtest du oder nicht so? Du magst lieber ein Critical. Okay. Okay. Flup, flup, flup. Schmelzlohe! Wow, das sieht cool aus. Okay. Haben wir es also auch gesehen. So, dann können wir jetzt wieder normal angreifen. Yay, 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 yay. So, wo ist der Punkt? Da ist er. Die, 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 die. Hier gibt's nichts. Schade. Wirklich? Wirklich nicht? Ah, ein paar Münzen. Na, warum nicht? Die, 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 da, da, da. So, hier haben wir auch nichts. Fragezeichen? Na, 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 na. Nö, da ist nichts. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter und dann gehen wir noch hier hoch, hier hoch. Hier ist noch einer, hier ist noch einer und hier ist noch einer. Ah, das ist ja verdammt wunderschön. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann könnte ich eigentlich mal schnell da rein, weil ich glaube, hier gab es irgendwo den Chin. Ich glaube sogar hier. Es kommt mir so... Oder was hier? Weiß es nicht. Ich glaube, da gehe ich mal kurz rein. Moment. Weil ich glaube, hier auf die in der westlichen See gab es zwei Chins auf der Weltkarte. Und die möchte ich suchen. Ne, weil Chins sind Chins. Es ist toll. Chins zu haben ist super. Und ich glaube, da musste ich hier in den... Oder ich konnte hier reinfahren in den Fluss. Ja. Da, da, die, die, da. Einfach mal so ein Riesenschiff in einen Fluss reinfährt. Das ist echt legendär. So, da oben komme ich dann zu einer Sackgasse. Jawohl. Okay. Und da unten. Wir werden sehen, wo wir hinkommen. Ach, hier komme ich wieder raus. Hey! Dann gehe ich einfach mal hier an Land, würde ich sagen. Und hier haben wir auch neue Gegner, nämlich den Wölfling und die Aurore. Oder sind die alt? Ne, ich glaube, die sind neu, ne? Ja, die sind neu, die halten zu viel aus. Da, 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 da. Zephyr des Wahnsinns! Alter, der haut so ordentlich rein, das ist nicht normal. Wir finden eine Wieselklaue. Ich glaube, was macht die nochmal?
verursacht Schaden durch Klauen. Ja, das ist jetzt nichts, wo ich sage, hey, das brauchen wir unbedingt. Alles schön zu haben. Gut, eigentlich eher nicht. Das ist eigentlich Müll. Egal, ihr wisst, was ich sagen will. So, eine kurze Heilrunde. Und das ist nicht das Gebiet, was ich suche. Wow, was seid ihr denn? Ich glaube, da kann ich mal kurz was zeigen. Denn wir haben beim Brunnen von Lemuria habe ich auch eine neue Beschwörungstafel bekommen, nämlich Eclipse. Und die zeige ich jetzt einfach mal kurz. Auf geht's! Unsere erste Fünferbeschwörung. Ist auch eine der coolsten, wie ich finde. Bam! Wusch. Das ist wunderschön. So, wahrscheinlich alle Gegner down. Jawohl, wunderbar. Das war cool. Schöne Sache. So, hallo, na, was geht? Was mache ich denn gegen euch? Ich mach mal Tonspitze und... Ich müsste echt einen Dingens reinhauen, eine Vermeidung, weil die Gegner, ne, die sind zwar schön, dass sie neu sind, aber die sind genauso nervig wie die alten. Die Tonspitze. Und Tornado. Weil jetzt beim Worldmap erkunden, da nerven sie doch schon ein bisschen. Weil ich nicht so viel Videozeit habe. Sag mal, wo war jetzt die Stelle, wo ich mein? Ich glaube, die könnte sogar hier gewesen sein. Wie komme ich denn da hinten hin? Doch, ich weiß, wie ich hier komme. Ich glaube, ich weiß es. Nämlich muss ich hier raus. Und dann muss ich hier oben irgendwo wieder rein. Oder? Ich glaube, so war das. Hier kommen trotzdem Gegner. Hallo, na! Was geht? Aufheulen ist Quatsch, ne, Leute? Trio-Brecher. Sieht schön aus. Wupp, wupp, wupp und wupp. Jetzt seid aber down. Gast des Verfalls. Und tschüss. Irgendjemand hat ja Level Up. Ah, hier kommen wir in eine Stadt. Attika Flussarm. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, von hier aus komme ich weiter. Ja, was ist mit den Leuten hier auf sich hat? Ich glaube, das lasse ich ignorieren jetzt einfach mal. Ich ignoriere, glaube ich, hier erstmal alles, weil da kommen wir später hin. Ich möchte eigentlich nur den Chin haben, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, das da oben war es sogar, wo ich hin will. Oder war es das? Oder war es das da oben? Boah, ich weiß es nicht. Ich habe doch die Vermeidung ein, oder? Boah, jetzt geht das schon wieder los. Kann ich wieder nicht fliehen. Oh Mann. Lass mich jetzt fliehen, sonst sterbt ihr. Danke. Da. Alter, die sind aber auch nervig, ne, die Kollegen. So. Bam, ist der Bam. Schmelzlohe. Das kann man schon wieder so schön, ne? Rausgrün. Hitzeschmetterer. Yeah. So, habe ich Vermeidung ein? Oder habe ich die nicht ein? Ich habe keine Ahnung. Da. Und jetzt muss ich nochmal auf die Karte schauen. Wo war denn das? Das war entweder hier oder hier. Ich gehe einfach mal da unten hin. Ich schau mal kurz. Komm ich da irgendwie hin? Alter, die Vermeidung, die bringt einfach nichts, ne? Die bringt einfach nichts. Schwupp. Geh doch down. Danke. Da komme ich auch nirgends hin, ne? Hä? Ich bin verwirrt. Okay, die Vermeidung bringt nichts. Ich hab's ja kapiert. Seht ihr das Wahnsinn? Alter, der macht so Schaden. Das ist nicht normal. La 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 la. Lasst mich doch bitte fliehen. Mann, ey. Ich hätte erst die Erkundungspunkte machen sollen und nicht hier irgendwie wahllos. Was ist das hier? Ah, jetzt sind wir hier. Hier ist schöne Musik und ich glaube, hier gibt es sogar auch was, oder? Das war Wirbelwind, das war kein Zyklon.
Gab's hier nicht auch eine Chin irgendwo? Schade. Ja, war's so, als ob hier auch was gab. Vielleicht auch erst später. Hm. Egal, ich geh jetzt hier erst nochmal weg. Hier müssen wir nämlich noch nichts machen. La 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 la. Wo war denn das, verdammt? Echt nicht so einfach. Hm. Es war auf jeden Fall so ein Gebiet, wo es so rundherum so Wasser war. Also so ein Fluss, das weiß ich noch. Das kann entweder nur hier oder hier gewesen sein. Ich geh jetzt nochmal da oben hin. Boah, Alter, die Gegner, ne? Jetzt hau ich aber auch meine stärkste Synergie drauf, die ich hab. So, und... Ach ja, stimmt, wir haben ja Lichtblasler. Blasler. Lichtblasler haben wir. Ah, wie einfach der Part schon wieder rum ist. Mein Gott, ey. Ist echt schlimm. Ja, wir werden noch eine ganze Weile hier mit Erkunden verbringen. Ich sehe es doch schon voraus. Mensch, Mensch, Mensch. So, Leute. Wir finden eine Nuss. Hey. Da, da, da. Komm ich da irgendwie jetzt drüber? Ist da nirgends eine Brücke oder so? Huch. Ich glaube, das war falsch. Bäm. Alter, der macht so Schaden, diese Waffe. Die, da, da. Da, da, da. Wie komme ich denn da hin? Willst du mich doch verhunebibeln? Hä? Hä? Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache erstmal den Part Ende und suche das offscreen die Stelle, weil wenn ich jetzt hier noch mehr Zeit verschwende, jetzt lasst mich doch fliehen. Alter, ne? Ja, Freunde, ich glaube, ich mache erstmal den Part Ende hier. Ich suche das offscreen und melde mich dann im nächsten Part, wenn ich die Stelle gefunden habe. Ja, na gut. Würde sagen, man sieht sie dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute!